Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir möchten heute eigentlich den Abschluss machen in der Erzverarbeitung. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ich habe mir jetzt noch meine restlichen Ender-IO-Pipes abgeholt. Ich hoffe, dass die reichen. Ich mich kenne. Nein. Und wie gesagt, was ja noch viel witziger wird, ist ja, die ganzen Maschinen oben dann noch dran zu hängen. Dass sie mir alles richtig wegbringen. Es wird erstmal so halb provisorisch sein, weil wie gesagt, erst wenn wir richtig Ender-IO-Pipes haben, dann wird auch das vielleicht nochmal eine Reihe weiter nach oben kommen. Und. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall hier, also läuft immer noch sauber. Und es kommt immer noch alles hin und es kommt immer noch alles weg. Der da wird, wie gesagt, irgendwann da hinten hin verschwinden. Aber und vielleicht dann auch gleich in den richtigen rein, dass ich dann da durch die Wand einfach nur gehe. So, okay, aber wir haben ja jetzt momentan noch das Problem, dass wir ja jetzt dann hier was haben. So, das heißt für mich, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal hier hin. Ich muss auf jeden Fall einmal nach oben. Dann heißt es, ich gehe noch mal nach oben. Dann gehe ich nach, ja, vorne. Aber nicht hier, sondern wenn es geht, bitte da, wo ich auch hin muss. Hier. Und dann gehst du hier hin. Hoffen wir mal, dass die restlichen fünf halt soweit reichen werden. Dann heißt es jetzt eigentlich für mich, ich müsste. Tinys kommen ja hier raus und hier raus. Dann heißt es jetzt für mich erst einmal hier, wir extracten. Das ist jetzt dann Cyan. Cyan rein. Cyan raus, Cyan rein. Ich kann den Extractor raus machen und er müsste mir jetzt. Das schon mal definitiv richtig machen. Dann machen wir mal das da und den Item Output machen wir mal gleich weg. Brauchen wir momentan nicht. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das auf jeden Fall mal richtig. Wobei, extracten tut er, muss er ja auch, aber wir sind jetzt bei Light Gray. Also, Light Gray geht raus. Dann hätte ich gesagt, mache ich das so, dass ich jetzt zu dir sage, du bist nur Insert und du bist nur Light Gray. Weil hier kommen ja jetzt dann entweder die Dusts raus oder die Tiny Pulse. Das ist alles richtig. Und das kommt bitte alles in diese Sortierkiste da oben rein. So, dann heißt es jetzt aber für mich, ich kann mir hier mal schon mal einen Scaffold aufbauen. Ich brauche auf jeden Fall einen zum Extrahieren nach oben. Und das kommt. In out. Nein, nur out. Nur extract. Und zwar gray. So, und dann kommt jetzt da.
mein Superbuffer zum Einsatz. Und da kommt jetzt dann halt hin Insert Gray, aber, und das ist jetzt das Wichtige, wo hat der Drag die Filter hin? Die wird er bestimmt gemacht haben und nie mitgenommen. Wir mal schnell suchen. Dann geht es wieder ab in die Erzverarbeitung, weil momentan ist das halt mein ich weiß nicht, ob er da nur eine Sorte reinmacht. Aber es ist halt momentan so. So, und dann schauen wir mal, genau, da haben wir hier jetzt dann das da und dann geht es als nächstes und dann heißt es die 6 Size auf 9 stellen. Okay, so, also es kommt auf jeden Fall grau rein und ich möchte einen Filter drin haben. Watch Metadata, ignore Metadata. Hoffe, dass das alles soweit funktioniert. So. Ich habe jetzt Tiny Pile of Sulfur Dust. Das ist die 695122. Heißt, du, dich müsste er jetzt reinfüllen. Wenn ich sage, du darfst ihn raushauen. So, und jetzt ist das natürlich mein Riesenproblem. Er hat es natürlich nicht gemacht. Ich komme jetzt da natürlich nicht an die Dusts ran. Verdammt. Heißt, wir machen da mal wieder Ding hin. Das ist ja jetzt mein Riesenproblem. Das heißt ja, ich möchte eigentlich ja nur, dass er mir jetzt alles, was Tiny Pile ist, jetzt ist mal die, Moment, ich habe doch einen Type-Filter, habe ich einen Type-Filter gebaut? Ja, habe ich. Was kann der Type-Filter? Glaub, das ist das, was wir brauchen. So, dann heißt es jetzt schnell, ich brauche mal bitte eine Kiste. Kiste mache ich dahin und ich sage jetzt zu der Kiste, dem da, Insert und schmeiß mir alles raus. Weil der darf hier nicht stehen, da muss der Type-Filter hin. Sehr schön. Der ist leer. Kann ich abbauen. Auch weg. Mache ich mal schnell das rein. So, dann. Also den Type-Filter brauchen wir jetzt als nächstes. Und der Type-Filter
muss dahin. Und der Type-Filter sagt jetzt mir, da dürfen nur das Tiny rein. Das hört sich gut an. Weiß es nur nicht, ob er es rein macht oder ob er es nur raus macht. Jetzt ist die Frage, kann ich das auch reinfüllen? Kann ich. Weil wenn ich jetzt den natürlich so mache, ist das natürlich doof. So. Dann gehen wir da raus. Gehen wir da rein, gehen wir da rüber. Wir gehen nochmal in die Werkstatt. Ein Stack every 5 seconds. 20 Sekunden. Runde. Das heißt, ich brauche Elektrum. Vierfach sogar. Und nochmal eins. Acht. Stainless Steel Rods. Ja. Ich zwei, ich brauche vier. Static Steel Rod. Und noch. Silver Wire, die habe ich. Davon 6 Stück. Motoren, ein Konvoier. Hoffe, dass das so funktioniert, was ich gerade vorhab. Ich weiß es nicht. So, ich möchte eigentlich, dass ein Konvoier da drunter ist. Genau, und du wirst auf Import gestellt. Das Tiny. Ja, mache ich dann doch oben drüber ist Kabel. Ich gesagt, ja, erstmal schon. Okay. Also, dann heißt es jetzt, ich gehe jetzt dann hier in meinen Super Buffer. Du bist disabled. Gehst mir. Dahin. Und die 9 Stück sind drin geblieben. Perfekt. So, und dann heißt es jetzt. Der zieht sich jetzt hoffentlich alle Tiny Piles von unten raus. Das heißt, der Dust bleibt drin. Das heißt, diese Kiste wird nicht öffnen, öffnen,
Also die wird nicht zum Aufmachen sein, die ist einfach nur dafür da, dass der das verteilt. Das heißt, ich werde einen zweiten Low-Voltage-Type-Filter brauchen, der mir dann den Rest noch rauszieht. Muss ich halt gucken, genau, weil der wird ja von hinten befeuert. Heißt, der muss entweder von vorne. So, okay, dann machen wir den da anders. Das heißt, das ist In-Out. Und Insert ist braun. Das jetzt da weg. Und geht daher. Dann habe ich hier noch einen Platz. Das heißt, der Platz. Wird erst verarbeitet. Ich bin nur gerade beim Überlegen. Der Konvoier. Momentan ist es ja so. Der Konvoier zieht ja alles raus, was der Filter sagt. Ich brauche jetzt Strom dafür, dass es mir weitergibt an die nächste Maschine. Das kann man doch. Das kann man doch dann mit einem Konvoier steuern, oder nicht? Das heißt jetzt, wir sind jetzt bei Pink. Pink raus. Genau, dann sagt er, du gehst jetzt darüber. Verstehe ich auch. So, dann heißt es aber Insert und du bist pink. Macht das oder macht das nicht? Das wäre natürlich gemein. Ja. Ja, er macht's. Das heißt, ich kann mir schon mal den Strom hierfür sparen. Ha. Perfekt. Weil das ist ja das, was wir wollten. So. Und jetzt habe ich ja als nächstes meinen Basic Packager. Da ist es ja richtig, dass er, der, da muss er mit Strom arbeiten. Weil, wie gesagt, ich möchte, dass er da wirklich 9 rauszieht und nicht mehr. Und in meinem Packager kommt dann rein das Schematic für den Dust und geht dahin. So, jetzt ist nur die Frage, wo komme ich mit dem Strom hoch? Wenn ich natürlich alles hier hinstelle. Ich sage, vielleicht geht es noch einen höher. Glaube, die Kiste ist nämlich noch einen weiter oben. Jetzt einfach mal alles raus. Das ist natürlich der Nachteil, aber ein Trick nennt sich Dolly. Heißt, jetzt hat er sein ganzes Graffel drin. Das wird verarbeitet, das wird verarbeitet. Der hat schon aufgehört zu arbeiten. Der hat schon aufgehört zu arbeiten. Wenn hier was reinläuft, hört hier mehreres auf zu arbeiten. Haben jetzt 33 Stück da.
So, genau. Aber ich habe jetzt natürlich das kleine Problem. Dadurch, dass ich jetzt hier in und out habe, mit braun, beziehungsweise im Moment, nein, ich habe ja das Problem nicht, weil ich habe hier, habe ich ja Light Gray, richtig? Genau, Light Gray. Also Light Gray ist eigentlich derjenige, danke. Light Gray ist ja eigentlich derjenige, wo mir den Dust auch rauszieht. So, das heißt jetzt, ich brauche auf jeden Fall jetzt noch, hier brauche ich noch zwei Ender IO Pipes, also einem Conduits, dass er mir das da reinschmeißt. Und wie gesagt, und da noch einen dritten. Okay, also das heißt, wir brauchen jetzt noch mal einen Type-Filter in Low Voltage. Das heißt, wir brauchen Convoyer. Da rein. Da rein. Auf ihren Nickel. Nehme ich nicht mal mit Strom befördern. Dann hätte ich gesagt, machen wir da auch gleich, machen wir 12 Stück. Auch wenn es momentan Plastik kostet. Ja, dann ist eins der nächsten Trümmer, die wollen wir machen. Essen. Habe ich noch einen LV-Maschinenhall? Bevor ich frage, gucken. Hat Gründe, warum dass ich sowas sage. Weil wenn ich was, wenn man meistens was in Auftrag geben, dass man sagt, ey, mach mal, dann werden es gleich ein paar mehr. Gleich mit 12. Da rein. Da rein. Mache ich ein? Ja, nee, ist gar nicht so schlecht. Davon kann man immer brauchen. Nee, ich brauche zwei. Was rede ich für einen Schwachsinn? Bei Kabel. Ich
Ich hatte noch sechs, aber ist egal. Ist egal. Brauche noch eine Kiste. Das fällt aber drauf. Daneben. Kiste. Und was brauche ich jetzt? AV. Oh, Voltage Type Filter. Perfekt. Okay, dann habe ich jetzt das auch. Baue jetzt noch meine Pipes. Die ganze Verstromung muss ich noch machen. Dass das auch alles funktioniert. So, aber als allererstes schließe ich dich da an, dann kannst du weg. So, weil dann ist das nämlich alles miteinander verbunden und er weiß auch, Light Gray kommt da rein. So, dann heißt es jetzt, du gehst raus. Nein. Heißt es jetzt, du gehst da raus. Es kommt hier bitte Light Gray rein und das geht auch bitte hier in diesen da. So, dann haben wir hier, ich habe mir noch mal einen Type-Filter gebaut. Der kommt jetzt dahin. Gleich in die Werkstatt. Das heißt, wir brauchen noch mal zwei Motoren. Also ich brauche Elektrum-Wire. Haben wir noch Elektrum? Hoffe mal. Was waren das jetzt? Mach mal 16. Brauche ich natürlich jetzt Stainless Steel. Dafür brauche ich, das sind vierfach. Ist denn noch, wo ich gesagt habe, das Elektrum, das werden wir brauchen. Schon ist soweit. Nehme ich mal gleich 64 Stück mit. Gleich in den MV-Ofen. Dann 30 Stück. 8, okay, das wird sogar reichen. Das heißt, ich brauche jetzt zweimal Stainless Steel. Langsam aus.
würde Psst gehen. Psst. Mal. Ah, dann brauche ich noch einen Stahlingot. Mal machen. Habe ich jetzt auch gerade, wenn ich das richtig gesehen habe, die Pipes gesehen, die wollen wir noch brauchen. Silver Cable, Double. Das reicht mir nicht. Bin mal gespannt, weil ich zum ersten Mal das Problem habe, dass ich Sulfur nachfüllen muss. Also, zwei Motoren. Ein Konvoier. Schlafsack reinschmeißen. So, dann heißt es in die Erzverarbeitung wieder. Das war clever. So, dann heißt es jetzt, den Type-Filter werde ich so anschließen. Heißt, es kommt da der Konvoi hin. Und bitte mit Import. Okay, und jetzt muss ich dann hingehen und sagen, du musst mir jetzt hier rausziehen den Dust. Refined. Dust. Ja, das schaut richtig aus. So, dann heißt es, aber du bist jetzt bitte auf Lime. Lime. Dann mache ich dich aus. Mal auch aus. Aus. Da bitte keine Verbindung. Danke. Erstmal. Vielleicht später. So. Jetzt gehen wir einfach mal kurz gerade hier hin. Das ist jetzt einfach mal lang, wie ich Kabel habe. Fast. So, dann habe ich doch vorhin gesehen, dass ich auch noch große Kisten habe. Zum Beispiel Stainless Steel, das drin ist. Dann hänge ich dich jetzt da einfach dran.
Und dann sage ich zu dir, ja, du bekommst jetzt Leim ab. So, und dann dürfte diese Kiste jetzt einfach nur leer sein. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann heißt es jetzt für mich, diese Goldkiste kommt jetzt erst einmal darüber. Am liebsten würde ich hier hochgehen. Am liebsten würde ich was essen. So, ich habe jetzt bis jetzt, zwei Maschinen, die wo Strom brauchen. Hüpf mal runter. Will mal wissen, wo ich bin. So, das heißt, ich muss jetzt sowieso in die Werkstatt. Ich glaube, da habe ich noch gesehen, dass ich einen MV Battery Buffer mit 4 Slots habe. Perfekt. So. Muss ich gucken, ob ich noch einen normalen Transformer habe, weil der würde mir reichen. Ich brauche keinen großen. Das wäre Verschwendung. Ich halt einen bauen. Weiß, das ist keine Verschwendung. Kabel. Dahin. Dahin. Keinen Platz mehr hat. So, Medium Voltage Transformer. Wo ist unten hin? Pipes dabei. Wenn ich sowieso dahinter latschen muss, kann ich auch die Pipes noch anschließen. Reicht noch nicht. Was vergessen? Bin noch 9. So, wo bin ich jetzt runtergekommen? Da nicht, da nicht, da nicht. Da bin ich runtergekommen, ne? Genau. Das heißt, da geht auf jeden, da muss ein Battery Buffer am Schluss sein, der wo nach oben geht. Das heißt jetzt hier in den Boden, muss ich nur schauen, ob ich einen Transformer da habe. Darf ich gleich wieder vorhüpfen? Mich nur schnell leer. Also. Das ist ein HV-Kabel. Das heißt, du gehst dahin.
und du gehst dahin. Das sind 512 zu 128 in 4. Passt. Habe ich noch ein 8er Kabel einstecken? Vierer habe ich. Ich habe keine Achter mehr. Naja. Okay, das brauchen wir noch. Also ein Achterkabel brauchen wir noch. Das da wird passen. Batterien rein. Danke. So, dann kommen dann da. Ja, weil 4 mal 4, da brauche ich jetzt den großen Transformer. 4 mal 4 sind 16. Glaube, ich habe noch einen Transformer gesehen. Habe ich noch einen 16 Battery Buffer? Habe ich noch Batterien? Glaube nein und nein. Energy Hedge. Ich habe einen neuen Slot. Könnte ich notfalls erstmal hinklatschen. Heißt, ich brauche jetzt Transformer. Halt. Gucken. Low Voltage Battery Buffer. Nein, aber ich habe leider keinen mehr. Weiß. Auch auf jeden Fall mal schnell zwei Batterien. Oder 4 Poly. Gleich 4 rein. Nein, mach gleich 8 rein. Auch gleich noch zwei Maschinencasings hinterher schieben. Schau lieber noch mal, ob ich ein Maschinencasing da drin liegen habe. Ich habe nur eine MV da drin liegen. Mal wieder rausschmeißen. Bei mit, klar. Bauen. Batterien. Die dann auch gleich mal bitte laden. Danke. Wenn ich schon da bin und ich gesagt habe, mir fehlt noch einer, ne? Dann hätte ich halt gesagt, mach mal den einen noch. Okay. Dann habe ich noch gesagt, ich brauche noch Blue Alloy. Brauche einen Achter. Leid, ich muss den definitiv verwenden.
nachproduziert habt. Conduit Hammer. Die Stahlpipes sind mir momentan egal. Kann ich immer noch machen. Wieder kann ich wegpacken. Habe ich jetzt erstmal egal, ich nehme jetzt erstmal das da. Muss reichen. So. Das heißt, ich brauche jetzt einen Transformer. Das heißt, ich brauche davon 4. Und davon einen. Davon brauche ich hier. Davon einen. Und davon brauche ich nochmal 4. Davon einen. Ich hoffe, dass ich jetzt alles habe. Meine 2 Batterien hätte ich beinahe vergessen. Ha! So, okay. Bearbeitung. So, dann heißt es jetzt von mir, ich brauche da einen Transformer, der wird geswitcht nach unten. Jetzt brauche ich ein 8er Kabel. Habe ich kein 8er? Ich habe vorhin gemeint, ich habe noch ein 8er da gehabt. Beziehungsweise, nee, ich brauche doch. Ha! Kabel. Der MV-Output. Kommst du jetzt dahin? Kommst dahin? Doch falsch. Ah, ja, Fehler entdeckt. Ich hab doch gesagt, ich brauche ein 8er Kabel, ne? Ich hab doch gesagt, habe ich irgendwas vergessen? An alles habe ich gedacht. Nur nicht an das blöde 8er Kabel. Auf geht's mit Gebrüll. Danach macht's Bumm und dann kann ich alles neu bauen. Dann gehe ich heulen. Gibt's eine Woche Pause. Ein langes Heulen. So, okay. Das heißt jetzt, da ist jetzt das Medium, der Medium Voltage Transformer. Wir sind hier mit einem Blue Alloy Kabel 8-fach. So.
Batterien da oben werden geladen. Batterien da unten werden auch geladen. Alles bis jetzt richtig. Da rein und du kommst noch da rein. Ich gehe jetzt bestimmt gleich noch mal vor, weil mir das Kabel nicht reichen wird. Ich brauche noch mal zwei. Einer kann ich mich nicht durchdrücken. Okay, ist ja gut. So. Ich habe ja gesagt, er soll ihn daraus machen. Macht er aber gerade nicht. Oder nicht? Ah. Glaube, ich habe meinen Fehler gerade erkannt. Er kann es nicht machen. Nicht angeschlossen. Jawohl. Perfekt. Der pusht raus, der verarbeitet's und haut's weg. Und er kriegt ja gleich auf einen Schlag 9. Darum ist da auch nie was drin. Er sieht ihn immer gleich laufen. Also, das heißt, wir haben es jetzt geschafft. Das jetzt eigentlich mit Fledermäuse hier rumfliegen. Genau, das haben wir auch geschafft. Also wir haben jetzt hier Erze reingeschmissen. Die Erze gehen sozusagen. Oh, Tin Dust. Mist. Das heißt jetzt, ich muss diese Kiste erstmal hier hinpacken. Da muss Leim hin. Und dann ich jetzt noch mal hier ein paar Conduits. Und das ist das Dust, gleich aufgeräumt werden kann. Da gehen wir natürlich auch hin und sagen auch, mach mal Leim. Es müsste eigentlich alles so weit miteinander verbunden sein, dass eigentlich alles in die richtigen Kisten kommt. Genau, wir haben jetzt Tin Dust, wir haben Cassiterit-Sand, wir haben Cassiterit-Sand.
So, der da tut gerade schön brav, dass die Tiny Piles aufräumen. Das heißt, wir können jetzt demnächst mal dann hingehen, da eine Kiste anschließen und sagen, hau mal die Tiny Piles rüber. Die Kiste da. Kommt jetzt erstmal. Nein, ich komme hier auch nicht rum. Hey. Das ist mir exakt so egalo, weil die sind nicht verbunden. Kann ich jetzt sagen, hau raus. Das müsste sowieso alles da reinpassen. Darum braucht man einen großen. Es gibt ja auch diesen kleinen, da passen aber nicht so viele rein. Und da ist halt dann das Problem, dass du halt dann sagen, mit mehreren arbeiten müsstest. So reicht einer. Aber ich glaube, die sind genauso teuer. Oder? Wir gucken, bevor ich Käse erzähle. Das ist ja diese Quest hier. Der Law wollte Chest Buffer. Ah, ne, der geht gehen. Oder wie gesagt, da passen 32, 27 Item-Stacks rein. Also 27 verschiedene. Wenn ich jetzt hier die 3 drücke, da passen 256 Item-Stacks rein. Und das müsste eigentlich ausreichen, komplett, um alle Tiny Piles wegzukriegen. So, aber nochmal. Wir haben jetzt hier das Erz reingeschmissen. Wenn es ein Dust wird, geht er gleich automatisch hier in diese Kiste. Wenn es eine Verarbeitung ist, die wo hier gemacht werden kann, läuft er rüber in die Ore Washing Plants. Wenn die Ore Washing Plant fertig ist, wird sie komplett entleert und in einer Pufferkiste, sage ich jetzt mal, reingeschmissen. Da wird es dann ausgesondert. Ist es Stone Dust? Dann kommt er dahin. Wie gesagt, das Schöne ist jetzt, wenn ich jetzt halt sage, okay, darum auch immer schön brav eine Linie, dass man auch alle Kabel hat. Wenn ich jetzt sage, okay, Stone Dust möchte ich nicht mehr dahin haben, sondern dahin haben, brauche ich einfach nur eine Pipe hinmachen und sagen, okay, verbinde bitte mit dieser Farbe und dann schmeißt es da hinten rein. Ist egal. Wir haben sie auf jeden Fall. So, dann haben wir oben zieht er die Tinies raus. Auf der Seite zieht er mir die Dusts raus. Tinies gehen dann sozusagen in den Super Buffer. Der gibt sie sozusagen jetzt schön brav immer im 9er Schritt an den Packager weiter und der Packager gibt ihnen dann auch an Gray, also er gibt ihn wieder an diese Kiste. Könnt jetzt sogar aber hingehen und sagen, okay, gib sie bitte an Lime. Und dann schmeißt er sie gleich da rein, ohne Zwischenmahlzeit. Weil sonst geht sie einfach da rein und da wieder raus. Ist ja. Beziehungsweise da rein, darüber, daraus. Ist ja Blödsinn. Also, du gehst an Leim. Genau. So. Das heißt, wir haben jetzt schön brav, wenn wir jetzt dann hier einen Chunkloader haben, einer von den beiden, hier halt läuft, kann die Erzverarbeitung die ganze Zeit halt weiter laufen. Und wie gesagt, peu à peu kommen dann noch weitere Maschinen dran und peu à peu kommen weitere Batterien noch dazu und peu à peu kommt dann auch noch unten die Pipe dran. Aber der erste Teil der Erzverarbeitung ist am Laufen. Das heißt, das geht noch weiter, Wither geht noch weiter, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber nicht mehr heute.
Denn heute sind wir am Ende der Folge. Heißt, wir haben jetzt endlich alles gepackt. Und dann heißt es für euch nur noch, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge habt, wie man das vielleicht sogar noch ein bisschen kompakter bauen kann, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder. Ciao, ciao.